Dozentinnen und Dozenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Alumne und Alumni, Gästinnen und Gäste. Willkommen beim klassischen Kulturabend im Rahmen der Feierlichkeiten aus Anlass des 60. Jahrestags seit Gründung des Sprachen- und Dolmetscherinstituts. Was erwartet Sie heute? Wie Sie dem Programmheft sicher bereits entnommen haben, legen wir den Begriff klassisch heute recht großzügig aus. Aber eines kann ich Ihnen schon jetzt versprechen. Wir präsentieren Ihnen eine kleine, aber sehr feine Auswahl an Tönen, Tänzen und Texten aus immerhin 4 Jahrhunderten. Aufgelockert natürlich von einer Pause mit nicht minder vielfältigen kulinarischen Herrlichkeiten, dazu hoffentlich ein paar interessante Gespräche. Kurz, ein entspannter, mitunter vielleicht auch spannender Abend. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie diese 2 Stunden im Audimax des FDI. Wir beginnen, wie es sich gehört, mit einem echten Klassiker, dessen vielfältige kulturelle Wurzeln weit zurückreichen und der übrigens seit September 2009 auch ganz offiziell zum Kulturerbe der Menschheit gehört. Vorgeführt wird er, also der Tango, heute von unserer Kollegin Astrid Eiding, die, wie könnte es anders sein, im Spanischen unterrichtet. Ihren Ehemann Olli hat sie beim Tango-Tanzen kennengelernt. Was sie uns heute präsentieren, ist keine einstudierte Choreografie, wie etwa beim Bühnentango in einer Show. Es ist einfach Tango, wie er weltweit auf Tango-Festen getanzt hat. Im Gegensatz zu den Standardtänzen und auch zum europäischen Tango besteht dieser, der südafrikanische, wollen wir sagen, Tango, nicht aus festen Schrittfolgen, sondern jeder Schritt, jede Drehung, jede noch so kleine Bewegung ist improvisiert. Der Mann, von der Musik inspiriert, gibt der Frau Impulse, die diese in Bewegungen umsetzt, denen wiederum der Mann folgt, mögliches Scheitern inbegriffen. Vor dem zweiten Tanz wird Olli noch ein paar Worte zur Entwicklung des Tangos sagen und des Tanzstils. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei Tango, Passion und Improvisation. Thank you.
Weg mit dem verruchten Tanz. Tango tanzen verboten. Die machen ja im Stehen, was andere im Liegen machen. Im letzten Viertel von 1900 entstand der Tango rund um den Rio de la Plata in Buenos Aires und Montevideo im Milieu der Einwanderer in Hinterhöfen und Kaschemmen und Bordellen. Man tanzte in enger Umarmung mit verlegenen Figuren, machte Pausen, improvisierte und es schuf natürlich Spannung und Erotik. Und von daher wollten eigentlich Behörden und Kirche, dass dieser Tanz da in diesen Hinterhöfen und Bordellen und Kaschemmen bleibt. Hat nicht geklappt. In den 40er Jahren gab es in Buenos Aires über 600 Tango-Orchester, alle tanzten Tango. Dann kam Elvis. Und die Amerikanisierung und Rock- und Popmusik und der Tango zog sich wie überall alles auf wieder in die Hinterzimmer zurück und geriet so ein bisschen in Vergessenheit. Tango, das verbindet man ja immer mit der großen Pose, mit akrobatischen Verrenkungen, Figuren, irgendwie ein bisschen krampfig auf. Das liegt zum einen am Standard-Tango, wo die Figuren sehr viel militärischer sind, Tango Argentino ist eigentlich was Weiches. Zum anderen aber an großen Shows der 80er Jahre, die den Tango eigentlich wieder populär machten, aber auch dieses Missverständnis aufbrachten, weswegen es immer noch zu solchen Posen kommt, wenn Leute in Urlaub fahren und sich dann unbedingt so sehen wollen. Diese Tango-Shows, die führten aber auch dazu, dass Exil-Südamerikaner und ethno-interessierte Europäer sich auf die Suche nach dem wahren, dem echten Tango machten, dem feinen, und sie entdeckten noch ein paar alte Tänzer, die den alten, den feinen Tango tanzten. Und tatsächlich in so einem Wechselspiel zwischen Europa und Südamerika hat sich der Tango wieder verbreitet. Mittlerweile kann man eigentlich in jeder westlichen Großstadt der Welt Tango tanzen, vor allem natürlich in Buenos Aires. Um 2000 bekam der Tango nochmal eine ganz neue Energie. Da schlug eine junge Generation auf, angetrieben von einer neuen Musik, ein Crossover aus Hip-Hop und Tango und Pop und Rock. Und diese neue Generation, die brach mit Konventionen, in diesen Tango-Salons, da ging es oft recht steif zu. Es gibt so jetzt noch in Argentinien hier die Singer Männer, dort die Singer Frauen, da hinten die Paare. Und dann kann man sich wunderschön gegenseitig auffordern, die Paare tanzen hier miteinander am Platzanweiser. Das wurde hier alles gebrochen, man kam zum Tanzen sehr viel sportlicher, sehr viel dynamischer zu dieser neuen Musik. Und aus dieser Ecke kommt unser nächstes Stück, Los Vino, und er ist tatsächlich von Otto Seides. Und wir passen uns auch ein wenig im Style, diesen neuen Stil an. Das heißt, ich muss mich einfach gleich ein bisschen umziehen. Astrid hat es schon geschafft. Und vielleicht seht ihr den Unterschied ja an Astrids Beinen. Oh,
aterrizando la ruina. No fue cayendo y cayendo la red de esas medias asesinas. Aber auch aus Leidenschaft für das Geistesleben, wie er es
Ich besaß jetzt ein Cowboy-Gewand, um das mich meine Spielkameraden schwer beneideten. Und mein Vater, der abgemagert aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war, wog nach der Amerika-Reise 90 Kilo. Zu seinem Vortrag kamen Hunderte. Man wusste noch nicht viel über das Land der Sieger. Bei mir hinterließen an diesem Abend zwei Dinge einen bleibenden Eindruck. Dass es in Amerika in den Nationalparks Picknickplätze mit Steckdosen in den Bäumen gab und dass mein Vater, wenn er zu einem neuen Thema überleitete, das vorige mit einer Aufzählung enden ließ, die er dann mit und so weiter endgültig abschloss. Zweimal, dann eine kleine Pause. Es war toll. Dass man nicht genau wusste, was noch kam, war zwar irritierend, aber auch reizvoll. Heute weiß ich, dass man dem Phänomen USA unter anderem mit einem doppelten und so weiter zu Leibe rücken kann. Bei den Amis sollte man ja immer mit Überraschungen rechnen. Darauf verlassen kann man sich aber nicht. Und so weiter, gewinnt dadurch eine ergebnisoffene, erwartungsfrohe Unverbindlichkeit. Man könnte zum Beispiel feststellen, sie brachte die Demokratie nach Deutschland, später auch in den Irak und nach Afghanistan und so weiter. Etwa 12 muss ich gewesen sein, als mein noch recht übersichtliches Amerika-Bild den ersten Knacks bekam. Wir lebten jetzt in Stuttgart und mein Vater, der arme Schulmeister, wie er sich gerne nannte, verdiente sich ein Zubrot durch Deutschunterricht bei den Amis, die damals einen Kranz von Kasernen um die Landeshauptstadt herum hatten. Eines Sonntags war die ganze inzwischen durch die Geburt meines 7 Jahre jüngeren Bruders vierköpfige Familie bei einer Offiziersfamilie eingeladen. Am Nachmittag gingen wir alle ins Kino. Ich weiß nicht mehr, was für einen Film wir sahen, aber als hinterher das Saallicht wieder anging, bot sich mir ein Anblick, der mich massiv verstörte. Überall, am Boden, zwischen den Stuhlreihen, in den Gängen, ja, auf den Sitzen selbst, lag haufenweise Popcorn. Es sah wirklich schlimm aus. Und Anschauung und Begriffe ist bekanntlich blind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den verheerenden Anblick ohne einen Begriff wie Sauerei oder Schweinestall ertrug. Ob ich aber zu dem Schluss kam, Amis sind Schweine, kann ich wirklich nicht sagen. Vergleichbar entsetzt war ich erst Jahrzehnte später als Tourist auf einem Dampfer im Mississippi-Delta. Da sah ich einen Autofriedhof, der offensichtlich einfach dadurch entstanden war und weiter wuchs, dass man Schrottautos über die Uferböschung in den Fluss kippte und dann die nächsten immer oben drauf, Hunderte, vielleicht Tausende. Das aufgeschüttete Blech ragte sicher 30 Meter weit in den Flusslauf hinein. Es sah scheußlich aus. Und die hier anschaulich gewordene Vorstellung, dass die Amis die Natur für unendlich halten, war auch nicht erfreulich. William der Dritte, der enterbte Aristokrat. Die feinste Studentenverbindung am College lud gegen Ende des Semesters die Professoren zu einem Fest in ihr Verbindungshaus ein. Bald würde es Noten geben, da ließ man sie nicht lumpen und tischte ordentlich auf. Als ich satt war, beschloss ich, mir das Haus, ein schönes Townhouse am Riverside Drive, näher anzusehen. Das Glas in der Hand stieg ich die Treppe hinauf und hörte aus dem obersten Stock das Klack-Klack von Billardkugeln. Ein schmächtiger junger Mann spielte allein, nicht etwa das in den USA gängige 8-Ball, sondern Carambolage, wie es sich gehört. Er lud mich zu einem Spiel ein. Wir spielten schweigend, einander annähernd ebenbürtig. Als er eine Lage hatte, die nur hinter dem Rücken zu spielen war,
bemerkte ich, dass er ein Bein nachzog und sich deshalb schwer tat, eine Fußspitze am Boden zu halten, wie es die Regeln verlangen. Ich sagte, er dürfe den Fuß vom Boden nehmen. Weil er mir unsympathisch war, mit seinem geschniegelten Äußeren und dem hängenden Augenlid, und auch weil er etwas besser spielte als ich, ließ ich ihn wissen, dass ein Freund von mir ähnlich hinke, wie er, seit rassistische Südstaatler ihn bei einem Freedom Ride zusammengeschlagen hatten, was so übertrieben war, aber ich wollte den feinen Winkel ärgern. Ohne es besonders zu betonen, meinte William III, so hatte er sich vorgestellt, er sei auch bei einem Freedom Ride mit Schwarzen im Bus gesessen. Wir freundeten uns an und eine Zeit lang wohnte er auch bei mir. Ein unterschiedlicheres Gespann hätte man sich kaum vorstellen können. Ich hatte das schulterlange Haar der 68er und lief meistens recht abgerissen herum, trug also die Uniform, die in diesen Kreisen an der Uni de rigueur war. William sah immer aus wie aus dem Ei gepellt. Nach dem Frühstück brachte er noch am Frühstückstisch seine langschäftigen schwarzen Seemannsstiefel mit Spucke auf Hochglanz. Er könne nicht anders, meinte er. Er sei nun einmal zum Gentleman erzogen worden. Ein amerikanischer Aristokrat, wenn auch ein Enterbter. Meine Familie gehört das Land für Harvard, behauptete er. Er habe zwar eine standesgemäße Adresse an der Fifth Avenue, aber es handelt sich um eine schäbige Dachkammer. Letztes Jahr, als Columbia als Universität in Aufruf war, hätte ihn das, weil er mit den Rebellen nicht weniger sympathisierte als mit dem Establishment, so mitgenommen, dass er zur Royal Navy geflüchtet sei, bei der er schon früher als Midshipman gedient habe. Ab und zu telefonierte er mit einem Freund auf hoher See, da sprach er zunächst minutenlang in Code, was in meinen Ohren noch lyrischer klang als später Gregorys Formeln. Dann machte er Smalltalk im Klartext, legte auf und meinte, Ihre Majestät Schiff so und so befinde sich auf Manövern im Indischen Ozean, die genaue Position sei allerdings geheim. Einmal bat ich ihn, bei einer Party meine Gäste mit einem solchen Telefonat zu unterhalten. Während meine Freunde, die meine Schwäche für Außenseiter kannten, mitleidig meinten, ich sei einem Hochstapler aufgesessen, glaubte ich ihm seine Geschichten. Um die Ecke von mir, am Morningside Drive, wohnte ein alter Herr, der fast jeden Abend seine beiden Dackel Assi führte. Er hatte schlohweißes Haar, einen schneidigen Schnauzbart, trug Reithosen und hielt sich kerzengerade. Ein englischer Gentleman wie aus dem Bilderbuch, Konteradmiral AD. Ich wusste, dass er an der Uni der Chef von Buildings and Grounds war. Wieso er zur Verwaltung der vielleicht 40-köpfigen Mannschaft, die die Gebäude und Grünflächen in Schuss hielt, ein ganzes Stockwerk in Deutsch Hall brauchte, ebenso viel wie die gesamte Kunsthistorische Fakultät, war mir allerdings nicht klar. Das Gebäude grenzt an die große Freifläche auf dem Campus, in deren Mittelpunkt leicht erhöht das Sundial liegt, das messingene Zifferblatt einer stilisierten Sonnenuhr. Von dort aus hielten im Mai 1968 die führenden Figuren der Studenten Unruhen ihrer aufrührerischen Reden. Mehrmals fuhren, wenn sich einige hundert Zuhörer versammelt hatten, von den vier Ecken des Platzes die motorisierten, Columbia-blauen Ein-Mann-Kehrwägelchen auf das Sundial zu. Gegen den Lärm ihrer Motoren und rotierenden Besen hatte der jeweilige Volkstribun mit seinem Megafon keine Chance. An einem Fenster im vierten Stock von Dodge Hall entdeckte ich, hinter einem Vorhang nur halb verborgen, das Fernglas in der Hand, den Konteradmiral. Offenbar wusste er seine Truppen auch zu Lande zu dirigieren. Das bestätigte er selbst mir beiläufig, als William
mich ihm vorstellte. Der Konteradmiral war nämlich der Vater seiner Ex-Freundin. Das ist mein Freund Wolfgang. Er kommt aus Deutschland und unterrichtet in der deutschen Abteilung. Er interessiert sich für Ihre Sammlung von Militaria, Sir, behauptete William. Oh, entdeckte der Gentleman seiner Freude. Ich weiß bis heute nicht, warum ich vor Patton am Rhein war. Zeigen Sie Ihrem Freund die Sachen. Sie kennen sich ja aus. Mit einer Geste waren wir entlassen. William schob eine Flügeltür auf und das Geheimnis des immensen Platzbedarfs von Building and Grounds war gelüftet. Vor mir erstreckten sich endlose Dioramen mit Schlachtszenen, Vitrinen mit Uniformen, Helmen und Waffen aller Art. Eine prächtige Sammlung. Die eine oder andere Rarität hatte Herr Tony Richardson für dessen großartigen Antikriegsfilm The Charge of the Light Brigade mit Vanessa Redgrave geliehen, erzählte mir William. Ich könnte mir vorstellen, dass dem anglophilen Seemann ein englischer Regisseur lieber war als einer aus Hollywood, aber ich weiß es nicht. Ebenso wenig weiß ich, ob Dwight D. Eisenhower etwas damit zu tun hatte, dass der Konteradmiral seine private Sammlung an der Uni installieren durfte. Siegreiche Militärs haben in den Vereinigten Staaten ja durchaus eine Chance, Präsident zu werden. Ike, der alliierte Oberbefehlshaber, wurde nach dem Sieg über Nazi-Deutschland 2 Jahre als Präsident der Columbia University zwischengeparkt, bevor er 1953 Präsident wurde. Anna Schmidt spielt schon seit ihrer Kindheit Geige und konzertiert oft im Orchester. Auch Laura Fischer spielt durchaus eine Weile, wenn auch nicht so oft wie Anna. Aus Anlass unseres Kulturabends haben sie Stücke aus verschiedenen Epochen ausgewählt, die ihnen besonders gut gefallen haben. Wir beginnen mit Boismortier und Mozart. Freuen Sie sich auf einige frisch gestrichene Takte. Thank you.
Der hochverehrte und verdiente Kollege, der in wenigen Augenblicken die Bühne betritt, hat nicht nur die Aura, sondern auch die Erfahrung eines Universalgelehrten. Er hat Musikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Pädagogik, slawische Philologie, Geschichte Osteuropas und Südosteuropas studiert. Seine Doktorarbeit über tabuisierte Varietäten des Russischen, Gaunersprache, kommt ihm in jüngster Zeit bei seinen zahlreichen Dolmetsch-Einsätzen in Mafia-Prozessen zugute. Seine Verdienste als Übersetzer und Dolmetscher für die russische Sprache in Industrie, Wirtschaft, Politik, Kunst und Medien sind in Kollegenkreisen weithin bekannt, ebenso seine vielfältige Lehrtätigkeit an der LMU, der Fachhochschule München, der Universität Innsbruck sowie zahlreichen Hochschulen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Seine Auffassung von der Rolle des Dolmetschers, über die er uns nun kurz und bündig berichten wird. Es geht darum, das Verständnis zwischen Gesprächspartnern herzustellen und zu fördern. Der Dolmetscher ist hierbei jedoch keineswegs nur eine unscheinbare Figur, sondern akzeptierter Kommunikationspartner. Sein Lieblingsmärchen ist übrigens Hans Christian Andersens des Kaisers neue Kleider. Alle, die ihn noch nicht kennen, und das wird wahrscheinlich die Minderheit hier sein, seien gewarnt, ihm macht niemand etwas vor. Lassen wir uns also von ihm etwas vormachen. Willkommen, Wilhelm von Timburg. Vergessen und kränken möchte. Eines gleich vorweg, ich rede hier nicht als Mitglied des Lehrkörpers, sondern als Freiberufler, sozusagen als Gast im Institut. Das gibt mir einen höheren Freiheitsgrad bei meinen Formulierungen und legt mich nicht fest auf den hier üblichen und, wie Sie alle wissen, zum Teil überaus streng reglementierten Sprachgebrauch. Lassen Sie mich vielleicht mit dem beginnen, was Herr Drews, und das ist bereits die erste Umstellung, die ich vornehme in Bezug auf Gaunerrussisch gesagt hat. Wie begegnet man russischen Menschen oder gar Kriminellen? Mit einem Lächeln? Sie kennen sicher alle das Lächeln zweibeiniger mobiler Sensoren, die vor allem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, also im angelsächsischen Raum, ihr Domizil haben. Treffen diese mobilen Sensoren auf ein anderes bekanntes oder unbekanntes zweibeiniges Objekt, dann öffnen sich automatisch ihre Lippen nach oben und dann nach unten, sowie seitlich zu einem absolut nichtssagenden Lächeln. Hierbei wird der Kopf manchmal links oder rechts, zumeist nur in eine bestimmte Richtung zur Seite geneigt, und außerdem in eine leichte Nickbewegung versetzt, um das liebreizende Lächeln dezent zu verstärken. Geht der zweibeinige Sensor
dessen Mobilität ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann, am anderen Objekt vorbei, klappt der Mund ihm nun automatisch zu und ist wieder einsatzbereit und geschärft für das nächste Begegnungsereignis. Das heißt, diese Sensoren oder Bewegungsmelder sind nicht in der Lage, zwischen Objekten zu unterscheiden, die gute oder böse oder gar keine Absichten haben, also harmlos sind. Diesen systemimmanenten Mangel hat die deutsche Industrie schon längst erkannt und fertigt schon seit vielen Jahren Präzisionsbewegungsmelder, beispielsweise zum Zwecke der Diebstahlsicherung. Sie vermögen nämlich, harmlose von nicht harmlosen Objekten sicher und zuverlässig zu unterscheiden. Diese Geräte sind in zweibeinigen mobilen Geräten und vieles und weit voraus. Sie sind intelligenter, pflegeleichter und nutzen sich deshalb nicht so schnell ab. Nun zur eigentlichen Frage. Ich darf Sie nochmals wiederholen. Wie begegnet man russischen Menschen oder gar Kriminellen, also schweren Jungs, mit einem Lächeln? Als Dolmetscher in der Gerichtsverhandlung. Vor allem bei russischen Kriminellen laufen sie Gefahr, dass ihr lächelndes Gesicht mit einem funktionstüchtigen Feuermelder verwechselt und dieser entweder physisch oder psychisch eingedrückt oder eingeschlagen wird. Eine Kombination dieser beiden Handlungen ist auch möglich. Es ist in jedem Fall eine schmerzhafte Erfahrung, die man sich ersparen sollte und kann. Zumindest sagen das die Russland-Fachleute. Die zweite Wahrnehmungsvariante besteht darin, dass sie als sogenannter Julik, das ist ein russisches Wort, wahrgenommen werden, also als ausgemachter Spitzbube, Betrüger oder Halunke, der etwas im Schilde führt. Warum sollte man einen fremden Menschen anlächeln, der selber etwas Böses im Schilde führt? Die dritte Wahrnehmungsvariante besteht darin, dass man sie als einen stetig grundlos lächelnden Trottel wahrnimmt, sozusagen als dummes oder blödes Schaf oder Kalb, und sie in dieser schmeichelhaften Eigenschaft bemitleidet werden oder, das ist dann wieder die schmerzhafte Variante, der Schlag noch heftiger ausfällt, weil man in der Regel Tieren oder tierähnlichen Geschöpfen gegenüber in Russland noch brutaler ist. Das also eine Warnung, wenn man für Ganoven im Gericht arbeitet, diese dauernd anzulegen. Das andere Verhalten ist natürlich genauso schlimm und schlecht und nicht zielführend, wenn man immer wegguckt, den Ganoven nicht anguckt. Das könnte ähnliche Reaktionen auslösen, wie die eben beschriebene. So, jetzt zu dem, was ich eigentlich eingangs sagen wollte. Früher war ich immer wieder mal als Musikdolmetscher oder musikalischer Translator tätig. Das war in den 70er, 80er und 90er Jahren, als noch Bedarf danach bestand. Mir fallen, ohne lange nachdenken zu müssen, sehr viele Bezüge und insbesondere Parallelen zwischen Übersetzern und Dolmetschern einerseits sowie Musikern und Interpreten andererseits bzw. zweierseits auf. Sie wissen ja, und Sie können das jetzt sehr schön nachvollziehen, was ich sage, der Übersetzer übersetzt, der Dolmetscher Dolmetsch, der Musiker musiziert und der Interpret interpretiert. Und hier schließt sich der Kreis und wir sind wieder beim Dolmetscher. Denken Sie an die englische Bezeichnung für Dolmetscher. Wir haben gleichsam einen kleinen Krachtenzirkel der Sprache vorliegend. Meine sehr verehrten
Anwesentlichen und Anwesenden, sie werden nun denkenderweise annehmen, das ist doch zu einfach, zu primitiv. Da täuschen sie sich, und zwar heftig. Ich denke nämlich hierbei an unseren von vielen Intellektuellen so sehr verehrten Landsmann Martin Heidegger. Bei ihm heißt es ja, das Nichts nichtet. Übrigens, auf Russisch heißt es, und das sage ich für all diejenigen, die kein Englisch können, ничто отрицает. Ничто. Hören Sie diesen Zischlaut? Ich bekomme da eine Gänsehaut. Dieser Satz wirkt vor allem in der eben intonierten Übersetzung wie ein großes linguistisches schwarzes Loch. Es ist sehr viel bedrohlicher als im Deutschen. Und so soll es auch sein. Denn die Russen würden dieses dünne, schmächtige I in Nichts und Nichten, Kleinschreibung bitte beachten, gar nicht zur Kenntnis nehmen. Es handelt sich hier um eine sogenannte Lokalisierung zweiten Grades, die wir ohne lästige Rückfrage beim Autor vornehmen mussten. Bei mir löst die Behauptung, dass Lokalisation etwas relativ Neues sei, immer ein ungläubiges Schmunzeln und Kopfschütteln aus. Ich kenne die Lokalisation schon seit den frühen 70er Jahren von den vier Jahreszeiten her. Das ist ein Hotel in München. Damals pflegte dort der amerikanische Präsident Richard Nixon zu residieren. Das Hotel gehörte damals noch dem bekannten Koch Walterspiel, Alfred Walterspiel. Nixon pflegte à la carte zu bestellen. Bevor der Auftrag ausgeführt wurde, in der Küche, bekam ihn Walterspiel auf den Tisch. Regelmäßig strich er Nixons Wünsche zusammen und verordnete ihm etwas völlig anderes, aber seiner Ansicht nach ein passendes Menü, das der Präsident dann ohne aufzumucken und zu murren aß. Das ist Lokalisation. Heidegger spricht ja in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit dem Nichtenden nicht, von einem Abgrund, der sich auftut. Im Russischen haben wir darüber hinaus dieses gefährliche Zischen, das ich vorher schon angedeutet habe. Warum? Weil wir wissen, dass die Russen eine harte Hand brauchen. Das sagt doch auch dieser lupenreine Demokrat, der für die Diktatur des Rechts sorgt. So, und jetzt wollen wir das Ganze, es geht um das Nichtende nicht, mit Leben erfüllen. Nehmen wir doch einmal ein ganz einfaches Beispiel. Einen Namen. Beispielsweise, wo ist denn der Kollege, der diese Neckel? Ja, Drews. Also, nach Heidegger heißt es, Herr Drews, Drewst. Das Nichts, nicht. Wir können dieses Muster oder diese Matrix, wie es dann wissenschaftlich heißt, sehr gut verwenden und siehe da, es funktioniert fast immer. Also, Wenzel, sehe ich hier sitzen, Frau Wenzel, Wenzel. In Bezug auf Meyer von der IT, Informationstechnik, heißt es dann, Meyer meiert. Und zwar mit Erfolg. Wenn wir nun das Ganze hochbrechen, also nicht runterbrechen, sondern hochbrechen auf die Leistungsebene oder Leitungsebene, was ja in diesen Höhen identisch ist, das Fugnis spielt hier keine Rolle, dann landen wir zwangsläufig bei Herrn Dr. Meyer, den ich hier unter uns sitzen sehe. Der nächste Schritt ist jetzt kinderleicht. Das ist eine Sache der Anwendung oder der sogenannten Applikation. Wir nehmen nun eine Verheidegerung, also es ist wirklich ein schwieriges Wort, vor und erhalten somit Herr Dr. Meyer, also Herr herrscht, Doktor doktert, Meyer meiert.
Dr. Meyer herrscht Dr. Lippert-Meyer. Hier ist jetzt nun die Aussprache ganz besonders wichtig, denn bei dieser letzten Komponente könnte es zu einem Missverständnis kommen, dass statt Meyer Eiert gesagt wird. Das ist aber nach Heidegger nicht zulässig. Nach diesem universellen Verfahren können Sie alles verheidigern. Es sieht sehr wissenschaftlich aus und es macht wirklich einen guten wissenschaftlichen Eindruck. Auf der obersten wissenschaftlichen Ebene sind es dann die engen Bezüge zwischen den Dolmetschwissenschaften und den Musikwissenschaften oder Wissenschaftlern. Ich habe ja nun beide Disziplinen gemacht. Wir wissen, dass diese Wissenschaftler alle aus Leibeskräften Wissenschaftler sind. So weit, so gut. Nun kommt ein paradigmatischer Sprung. Meinen ersten Auftrag als Simultandolmetscher erhielt ich 1977 als Student der Slawistik. Ich habe damals an der LMU studiert. Der Auftrag kam von der Deutsch-Sowjetischen Historikerkommission. Teilnehmer waren einige der bekanntesten deutschen Historiker, Dietrich Geier, Günter Stöcker, Gerhard Albert Ritter, Karl Ottmar Freiherr von Aretin, Hans und Wolfgang Mommsen. Damals lernte ich auf den Dolmetscher und Diplomaten Dr. Erich Sommer kennen, der als Vertreter beim Vatikan den Status eines Beobachters hatte und die Kriegserklärung Deutschlands an die Sowjetunion als Dolmetscher im Auswärtigen Amt in Berlin miterlebt hat. Bei den sowjetischen Historikern handelte es sich bis auf eine Ausnahme, und das war auch nicht ganz klar, um lupenreine Ideologen im Dienste des sowjetischen Staates. Es ging damals auch um den Historismus, also um einen Begriff, der von dem Philosophen Sir Karl Raimund Popper benutzt wurde. So wurde ich auf Popper aufmerksam. In seinem Werk Vermutung und Widerlegung führt er folgendes Zitat an. Es handelt sich dabei, wie er sehr zurückhaltend formuliert, um die erstaunliche Analyse des Wesens der Elektrizität. Die Elektrizität ist der reine Zweck der Gestalt, der sich von ihr befreit. Die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit aufzuheben, anfängt, denn die Elektrizität ist das unmittelbare Hervorheben oder das noch von der Gestalt herkommende, noch durch sie bedingte Dasein, aber noch nicht die Auflösung der Gestalt selbst, sondern der oberflächliche Prozess, worin die Differenzen die Gestalt verlassen, aber sie zu ihrer Bedingung haben und noch nicht zu ihnen selbstständig sind. Ich nehme an, dass Sie das alles ohne weiteres verstanden haben. Dieser Text, oder besser gesagt, dieser sorgfältig ausformulierte Unsinn, stammt vom größten deutschen Philosophen, einem weit entfernten Namensvetter von mir, nämlich von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Seine Definition der Elektrizität. Dieser Kolossalsatz ist hervorragend dafür geeignet, das sage ich jetzt für die, die unterrichten, den Stand der Notizentechnik Studierender zu überprüfen. Wie Sie sicherlich erraten haben, ist Popper ein entschiedener Anhänger der intellektuellen Bescheidenheit und ein genauso entschiedener Gegner der intellektuellen Unbescheidenheit, die in der Tradition deutscher Gelehrter steht und vor allem derjenigen, die sich dafür halten. Ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass ich unstrukturiert sprechen werde. Und zwar deshalb, weil man vor lauter Struktur, unnützen Wörtern und leeren Worthülsen den Inhalt nicht erkennen kann, falls überhaupt einer da ist. Das Fachwort heißt dafür Überstrukturierung, die entsprechende Krankheit Strukturitis, der Plural Strukturitin. Sie ist schon in Baccalaureus-Arbeiten zu beobachten,
Zuerst wird gesagt, was man machen will, dann macht man vielleicht das, was man machen wollte, und danach teilt man mit, dass man das gewollte, angekündigte tatsächlich getan habe. Anschließend wird das alles nochmals in geraffter Form wiederholt. Wir haben hier einen klassischen Fall der Konjugation. Also, ich will tun, ich werde tun, ich werde getan haben, ich tue, ich habe es getan, ich habe es tatsächlich getan und ich will, dass es auch andere genauso tun. Hochöder, fantasieloser und geisttötender lässt sich ein Opus kaum verfassen. Wo bleiben die belebenden Überraschungen? Ich mache jetzt einen Sprung, die sogenannte enharmonische Verwechslung. Sollen wir die machen? Weil wir kein Instrument zur Verfügung haben und das dann also nicht so ohne weiteres vorgeführt werden kann. Vielleicht raffe ich das etwas, um zu verstehen, was eine linguistische enharmonische Verwechslung ist. Die Musiker wissen natürlich alle, was das ist. Also das Cis und das Ges ist auf dem Klavier eine der vielen schwarzen Tasten, die sich dann auch zum Teil wiederholen. Und wenn man nicht ein sehr gutes, und zwar das Absolute und ein besonderes Absolutes gehört, dann hört man den Unterschied nicht, ob sie also hier ein Fis oder ein Ges spielen, oder ein C oder ein His, oder ein H oder ein Zes. André, stimmt das? Ja, gut. Also, was ist jetzt nun diese linguistische enharmonische Verwechslung? Es ist auf jeden Fall eine bewusste oder unbewusste Verwechslung. Als enharmonische Verwechslung bezeichnet man in der Musik die kompositorische Praxis, das ist jetzt die Definition, Töne als andere Töne umzudeuten, wenn sie in der gleichstufigen Stimmung, Bach lässt grüßen, es wohl temperiert, er temperiert, die gleiche Höhe und andere Bedeutung haben. Ohne Notentext oder Notenkonsituation hören Sie keinen Unterschied. Was ist nun die, und das wollte ich Ihnen mitteilen, die enharmonische Verwechslung zum am Beispiel des Kommunaldolmetschers? Das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Nun, das ist Sadismus oder und Masochismus in der reinsten Form. Es ist eben dieses Wechselspiel. Spricht ein Translatologe vom Kommunaldolmetscher, dann ist das geistiger Sadismus in reiner Form. Denn auf wen soll damit Eindruck gemacht werden? Das ist doch ein ruf- und berufsschädigender Ausdruck, Kommunaldolmetscher. Warum hat wohl Karl Theodor zu Guttenberg eine Doktorarbeit zusammengefasst oder zusammengerafft, um den bürgerlichen Adelstitel zu erwerben? Der eigene war ihm nicht gut genug. Das sind die Gegebenheiten in Deutschland und nicht nur im Freistaat Bayern. Kommunaldolmetscher hört sich doch an wie Provinzler oder Dorfdepp. Spricht ein Dolmetscher von sich selbst als einem Kommunaldolmetscher, übernimmt er freiwillig diesen sadistischen Ausdruck, dann ist das der reine Masochismus, eine Selbstreduzierung, zu der nur Sprachmittler fähig sind, weil sie nicht über den Tellerrand ihrer so bescheidenen Disziplin hinausblicken können. Und da schließt sich der Kreis zu Karl Popper, und wir kommen wieder zur Bescheidenheit. Und in diesem Zusammenhang eine schlichte Frage. Könnte man in der Schweiz den Kommunismus aufbauen? Im Prinzip ja, aber wozu? Jetzt darf ich Ihnen noch als kleine Zugabe, weil es so der Brauch ist bei musikalischen Veranstaltungen, meine Definition des Begriffs Translatologin liefern.
also nicht Übersetzer und auch nicht Dolmetscher, sondern Translatologin, wo ich unterscheide das sehr bewusst. Translatologen sind Zweibeiner, die in einem mit pseudogeistigem Gut überladenen, schräg im Wasser liegenden, wackeligen Boot sitzen und krampfhaft versuchen, obwohl sie gar nicht schwimmen können, einen sich daneben tummelnden Fisch oder Delfin das Schwimmen und Tauchen durch eigenes, unbeholfenes Rudern beizubringen und sich dabei noch als Kapitän zu fühlen und aufzuspielen. Vielen Dank. Sie sind sich sicher mit mir einig, das musste einmal gesagt werden. An dieser Stelle möchte ich nur kurz erwähnen, dass wir gerne, auch passend zu Herrn von Timroths Auftritt, jetzt russische Arien gehört hätten. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, unserem Kollegen und auch Absolventen des SDI, Herrn Matthias Kobo, hier noch zu danken. Er ist abwesend, weil seine Frau und Begleiterin, Pianistin, erkrankt ist und er kann leider nicht verstehen. Aber dennoch, denke ich, gilt unser Dank ihm, dass er bereit war. Er hat schon des Öfteren auf russischen Festen gesungen. Dennoch sind wir natürlich froh, dass wir nicht nur einen Ersatz haben, sondern so wunderbar begabte Studierende am französischen Sprachbereich, die uns jetzt noch einmal auf zwei Streichinstrumenten Musik vorführen von Antonio Bruni und dann noch ein Geiger. Liebe Italiener im Raum, das ist die einzige italienische der einzige italienische Beitrag für heute. Das müssen Sie nach dem gestrigen Spiel bitte verstehen. Aber wir freuen uns umso mehr noch einmal auf die beiden Streicher. Danach machen wir eine, wie ich finde, wohlverdiente Pause. Und finden uns dann bitte, denke ich, so nach 20 Minuten hier wieder ein.